Hallo, guten Tag. Hier ist der Nerfy und willkommen zu dem Video, das die meisten jetzt schon erwartet haben, viele vielleicht aber auch schockieren wird, weil sie nicht Teil unseres Discord-Servers sind. Ja, ihr könnt es im Titel lesen. Dies ist das Video, worin ich rede über meinen Austritt von das Brony. Es ist zu diesem Zeitpunkt gekommen, wo ich dieses Video machen muss, beziehungsweise ich habe mich jetzt auch schon eine Weile damit, ich habe mir Zeit gelassen damit. Ich wollte schon vor einigen Tagen machen, aber ich hatte ehrlich gesagt Besseres zu tun. Ich weiß, das hört sich immer so blöd an, aber es ist auch eine Sache, die hat mich natürlich jetzt extrem beschäftigt über die Tage. Und ich dachte mir, ich lasse mir lieber nochmal Zeit, einfach um zu denken, jede mögliche Gedanken durch mich schweifen zu lassen und alle Eindrücke zu sammeln, was ich so mitbekommen habe. Ich lasse es einfach nochmal auf mich wirken und dann sieht man ja trotzdem, wie ich dieses Video dann machen möchte. Warum tritt der liebe Nerfy aus dem Das Brony Team aus? Warum folge ich dem Bild von Kativo und tue das Gleiche? Es hat einen ähnlichen Hintergrund. Ich werde nicht zu tief ins Detail gehen, weil es eigentlich die Öffentlichkeit nicht viel angeht. Ich werde nur ansprechen, was bereits öffentlich ist, und zwar was in dem letzten Podcast passiert ist zum Film und wozu es letztendlich geführt hat. Dazu eine kurze Inhaltsangabe. Also, wer es nicht mitbekommen hat, im letzten Podcast vom MLP-Movie hat der Podcast ein relativ abrupt schlechtes Ende genommen, sagen wir es mal so. Faktor war, dass Andy mich gespoilert hat mit einer Sache zu Season 8 und ich da nicht glücklich drüber war. Ich habe versucht, es mit Humor zu nehmen und ohne es zu äußern gehofft, dass von sich aus halt da eine, keine Ahnung, dass das ernst genommen wird. Weil ich denke, es ist selbst für die meisten von euch Zuschauern mittlerweile bekannt, dass ich der absolute Spoiler-Missachter bin und extrem empfindlich auf Spoiler reagiere. Und ich habe mich auch schon wegen Thumbnails beschwert, die nur zeigen, eine Figur, die wir bereits kennen, dass sie in der Premiere vorkommt, etc. etc. Und ich fand es als vorhersehbar, dass dieser extreme Spoiler, also den ich als sehr, sehr extrem empfand, mich natürlich auch juckt. Und als ich gemerkt habe, mit meinem ganzen noch sympathisch Getue und Weglächle, dass es überhaupt nicht ankommt und ich eigentlich nur ausgelacht werde und das Ganze halt nur super witzig ist, dass mich das jetzt stört. Viele haben das überhaupt nicht verstanden, warum ist Nerfy jetzt so eingeschnappt, warum ist er jetzt so eine Bitch, so eine Zicke. Das hat halt mehr Hintergrund wie nur der Fakt, dass ich gespoilert werde. Ich werde nicht leugnen, dass mich dieser Spoiler einfach genervt hat und mich schon ziemlich auf die Palme gebracht hat. Das stimmt, das ist Fakt, aber was mich viel mehr auf die Palme gebracht hat, ist, dass es Andy ist, der mich halt schon wieder gespoilert hat. Viele wissen, dass es in der Vergangenheit eigentlich oft dazu gekommen. Er macht das meistens nicht mit Absicht und das will ich ihm auch überhaupt nicht unterstellen, aber ich komme mit dieser Unvorsichtigkeit halt nicht mehr klar. Und das ist halt schon oft passiert und der Faktor, dass einfach jemand, den ich schon so lange kenne, der mich privat auch gut genug kennt, um zu wissen, wie sehr ich das hasse, zu spoilern, Spoiler zu bekommen, das halt wieder unbewusst gemacht hat. Also ich will Andy hier gar nichts unterstellen, dass er das mit Absicht gemacht haben soll. Das glaube ich auch gar nicht. Faktor ist, das hat mich halt einfach gestört. Okay? Ich habe, wie viele von euch vielleicht wissen, ich habe im Nachhinein aber auch versucht, das wieder in Ordnung zu bringen. Also, Andy hat mich gespoilert, ich war wegen dem Spoilers wütend und dass es Andy getan hat, noch dazu, hat mich ziemlich gestört, dass es halt im ganzen Podcast eigentlich nur belustigt wurde. Viele im Chat haben mehr so halb lächelnd darauf reagiert und es war einfach extrem unangenehm da, live im Podcast vor allem, wurde sich quasi nur über mich lustig gemacht. So habe ich das empfunden, also ich spreche hier lediglich mein Empfinden aus und nicht, was ich denke, was andere mit Absicht gemacht haben. Das ist nur, was ich empfunden habe. Ich habe mich ein bisschen verspottet gefühlt und dass das Ganze halt so auf mich gebackfeiert ist, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe. Und damit habe ich mich ein bisschen unfair behandelt gefühlt und war natürlich deshalb auch ein bisschen eingeschnappt und sah es nicht als nötig, jetzt noch großartig Wörter zu sagen. Am Ende wurde mir die Schuld dafür gegeben, dass der Podcast so awkward geendet ist. Ich sehe das halt ein bisschen anders, aber das kann auch jeder für sich selber entscheiden. Faktor ist, dass ich danach natürlich ein bisschen wütend war nach dem Podcast. Ich habe mir aber ziemlich schnell, wirklich Minuten danach, den Kopf gefasst und gesagt, nein, ich will mich nicht schon wieder streiten, komm, ich kläre das mit Andy privat. Ich habe versucht, das zu klären und ich sage nicht weiter, als es hat nicht funktioniert. Wir haben unsere Differenzen, die wir halt nun mal einfach haben, sind zu stark und
haben sich mal wieder extrem aneinander gerieben und geclashed und es hat bei mir halt vieles, was bereits passiert ist, einfach nochmal hochgebracht und Sekunde. Danke. Vieles, was schon in der Vergangenheit passiert ist, wieder hochgebracht und mich zu dieser Entscheidung halt jetzt gedrängt. Es gibt einfach viele Differenzen, mit denen ich schon seit langer Zeit kämpfe. Ich habe es aber oft genug angesprochen, warum ich dies, das nicht mag. Ich bin keine Person, die sich gerne streitet. Auch wenn Diskussion etwas ist, was ein anderer Mensch vielleicht eher interessant findet oder so. Ich bin da eher jemand, der immer viel akzeptieren möchte oder sagt, ja okay, das ist deine Meinung, aber das hier ist meine, etc. Aber die Differenzen, die halt jetzt bestanden, haben mich dazu geführt, zu sagen, nee, ich kann mir das echt nicht mehr antun. Und das führt jetzt dazu, dass ich halt natürlich auf dem Collaboration-Kanal, den wir hier nun mal haben, einfach nicht mehr kollaborieren kann. Ich kann mich nicht mehr dazu überringen, weiterhin so zu tun, als wäre alles positiv. Die Sachen, die einfach passiert sind, ihr kennt das sicher. Es sind Kleinigkeiten. Es sind oft Kleinigkeiten, die sich aufeinander stapeln, wie ein Legostein über dem anderen. Einzeln haben sie nichts zu bedeuten und jeder würde die Augen rollen, wenn sie sehen, ich würde mich darüber aufregen. Da würde jeder die Augen rollen. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, ganz, ganz viele Legosteine stellen sich aufeinander. Irgendwann fällt der Turm um, irgendwann läuft das Fass über. Das kann der noch so kleinste Grund sein. Und bei mir war es halt jetzt einfach diese Sache, die mir halt nochmal die Augen geöffnet hat, gesagt, jetzt hat so lange Zeit gut funktioniert zwischen mir und Andy, aber es muss nur der richtige Zeitpunkt kommen und es funktioniert wieder nicht. Wie gesagt, ich versuche nicht in die privaten Details einzugehen, nur was ihr eigentlich schon alles wisst und ohne jetzt hier irgendwem die Schuld zuzuweisen, wie gesagt, das sind einfach Differenzen, die zwischen uns beiden da sind. Die Differenzen sind halt sehr groß. Und ich habe vor langer Zeit schon mal überlegt, aus das Brony auszutreten. Das war auch relativ kurz nach der Kativo-Sache. Da gab es interne Diskussionen und so. Und ich habe mich echt nicht mehr wohl gefühlt mit gewissen Dingen. Die Sachen haben wir aber aus dem Weg geschafft. Ich habe mir vor allem mein Herz gefasst, weil ich einfach die Community so toll finde. Und einfach, ich mag es, deutschen Content zu kreieren. Und ich finde die Idee dieses Das Bronies-Kanals einfach fantastisch. Also ich finde das richtig cool, was wir da aufgebaut haben. Weshalb es mir wirklich, also es ist kein Spaß, es bricht mir wirklich das Herz, sagen zu müssen, ich trete hier aus, weil ich zum Beispiel, ich habe auch diesen Namen, Das Brony, der kommt von mir. Also wir haben damals alle verschiedene Vorschläge gebracht und der Name, der von mir kam, wurde halt genommen. Deswegen meine Herz und Seele steckt schon auch mit in diesem Kanal. Was ich in den Kanal gesteckt habe, habe ich mit viel Herz und Liebe reingesteckt. Auch wenn viele es empfinden, als dass ich nicht genug reingesteckt habe oder Nerfy war immer so schleierhaft mit, oh, er fehlt immer bei jedem Podcast, bla bla bla. Ich bin nun mal ein Mensch, der sehr realistisch ist und sehr im privaten Leben feststeckt. Sagen wir es mal so, ich liebe YouTube. Ich liebe YouTube-Videos, aber ich bin der Ansicht, dass YouTube-Videos nicht erstrangig sind. Selbst wenn ich einen festen Podcast-Termin habe und meine Community auf mich wartet, finde ich, dass Privatleben vorgeht. Und wenn ich dann irgendwelche arbeitstechnischen, familientechnischen, wohnungstechnischen Dinge habe, dann, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen egoistisch aus gewissen Blickwinkeln, das verstehe ich auch voll. Also wie gesagt, ich habe da Verständnis dafür, aber es ist halt leider so und dann ziehe ich halt dann doch vor, mein privates Problem zuerst zu lösen und lasse dann den YouTube-Kanal hintenher. Das war auch halt ein Thema, wo wir uns nicht einig geworden sind, was aber auch völlig in Ordnung ist, also das verurteile ich gar nicht. Es ist halt nur so, es war ein weiterer Grund, der zu vielem geführt hat, sagen wir es so. Aber ich denke, ich schweife ein bisschen vom Thema ab. Es ist einfach über 3 Jahre hinweg und der Kanal existiert ja jetzt, glaube ich, 2,5 oder so oder 2. Es ist krass, was wir geleistet haben mit dem Kanal. Ich bin super stolz drauf und ihr müsst mir ehrlich glauben, wenn ich sage, dass hier ein Teil von mir mitstirbt, wenn ich hier gehen muss. Und ich sage, ich muss gehen, weil ich fühle mich in der Position, ich muss gehen. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich kann das nicht mehr so weiterführen. Ich liebe es, deutsche Videos zu machen, genauso wie ich es liebe, englische Videos zu machen. Ich wüsste nicht, was ich vorziehen würde. Ich habe einfach verschiedene Richtungen auf beiden Bereichen und ich möchte definitiv den deutschen Kanal beibehalten, meinen deutschen Content beibehalten und ich werde bald einen neuen Kanal erstellen, wo ich meinen deutschen Content weiterhin fortführe.
Falls da jemand interessiert ist, wird auch kein Kanal sein, wo ich auf Erfolg und Abonnenten aus bin und Klicks aus bin, das alles so schnell wie möglich raus. Es wird mehr ein persönlicher Kanal, wo ihr was von mir mitbekommt, das mit MLP zu tun hat und hier und da vielleicht was anderes bezüglich ist. Und ich denke, das ist halt vor allem für die da, die sagen, hey, ich mag MLP Merch Reviews oder ich mag den lieben Chris Saka, Nerve Stranger hier, und dann könnt ihr gerne diesem Kanal folgen. Ich werde mit Andi sprechen, ob es möglich ist, dass sobald ich diesen Kanal habe, und ich lasse mir damit Zeit, bitte eilt mich nicht, ob ich dann nochmal ein Video auf das Brony veröffentlichen kann. Es ist halt nur leider so, dass ich den Kanal dann alleine führe und diese ganze Möglichkeit von gemeinsamem Austausch, dieses jeder bringt sein eigenes Ich mit bei, das wird es nicht mehr geben. Es ist jetzt Andis und Bellas Kanal und was sie daraus machen, ist ganz ihnen überlassen. Und ich wünsche ihnen viel Erfolg und Glück damit und hoffe, ihr als Community seid weiterhin zufrieden mit das Brony. Aber Chris ist weg vom Fenster, so wie Kativo weg vom Fenster ist. Ihr kennt ihr den Discord-Server unten und also ist in der Beschreibung unten, da könnt ihr ja beitreten. Ich werde auch bald einen, ihr könnt auf jeden Fall meinem englischen Kanal folgen, weil, falls ihr euch generell für meinen Content interessiert, ich werde bald einen Discord-Server nur für meinen englischen Kanal eröffnen, wo es auch Chatgruppen gibt, die nur in Deutsch finden sind, falls Leute von euch nur in Deutsch sprechen wollen. Dann können wir das da so auch machen, dann könnt ihr wenigstens weiterhin persönlich im Kontakt mit mir bleiben, weil ich gehe mal davon aus, dass Andi nicht möchte, dass ich weiterhin Teil von dem Discord-Server bin. Das weiß ich jetzt nicht, weil was sollte ich auf dem Discord-Server denn machen, wenn ich kein Mit-Content-Creator bin? Ich kann weiterhin vielleicht als Fan bleiben, sozusagen. Und da mit euch schreiben. Sonst aber nicht. Ich hoffe, somit ist alles gesagt. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, könnt ihr die in die Kommentare schreiben und ich beantworte sie mit meinem eigenen Kanal. Ich hoffe, dieses Video hat keinen in Rage versetzt. Ich habe es versucht, so offen undetailreich wie möglich zu halten. Es gibt natürlich sehr viele Faktoren, die intern zwischen mir und Andi noch stattgefunden haben. Aber das ist nichts für die Öffentlichkeit, das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Ich meide jetzt einfach Kontakt. Für mich ist die Sache vorbei und mein Standpunkt ist der, der ist. Ich werde aus das Brony austreten und mein eigenes Ding fortführen. Also ich hoffe, dass die Leute in der Community von das Brony, die mich weiterhin mögen und verfolgen und nicht unbedingt eine der beiden Seiten an sich ziehen, hier jetzt gegen mich stellen, nur weil sie vielleicht sich auf eine Seite stellen. Ich hoffe, dass das alles relativ neutral bleibt und so und jeder beiden Kanälen weiterhin folgen kann. Genau. Also somit geht leider eine wunderschöne Ära zu Ende, aber ich finde, wir hatten Spaß in der Zeit, wo wir Spaß hatten und gute Erinnerungen bleiben ja, egal wie schlecht etwas endet. Erinnerungen bleiben einem immer, sage ich immer so schön, Remembrance habe ich hier auch auf mein Haut tätowiert. Und wir können in Erinnerungen halten, was schön an das Brony war und in die Zukunft gucken und hoffen, dass da sich neue Möglichkeiten ergeben. Ich denke, das war's fürs Erste oder fürs Letzte, wohl eher gesagt, für mich auf dem Kanal. Vielleicht irgendwann ein Ankündigungsvideo zu meinem neuen Kanal. Ich bin, wie gesagt, jetzt noch nicht dazu gekommen, einen zu erstellen. Ich hoffe, das war als Erklärung soweit in Ordnung für alle. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne. Bitte keinen Hate. Also wir brauchen uns jetzt nicht noch auf ein kindisches Level stellen, wo wir irgendwie persönlich werden, wie es zwischen mir und Andi nun mal leider geworden ist. Es ist persönlich geworden und deswegen kann man natürlich auch nicht mehr professionell zusammenarbeiten. Das war's somit. Abonniert das Brony für das Brony deutschen MLP-Content. Abonniert meinen englischen Kanal, wenn ihr mehr englische Videos von mir sehen wollt. Wartet auf ein Infovideo zu meinem neuen deutschen Kanal, der bald kommen wird. Oder abonniert meinen bereits bestehenden deutschen Kanal, Nerve Stranger ohne das X dahinter. Und seht, was da so kommt. Und ich würde sagen, damit ist alles gesagt. Ich bin raus. Komplett. Nicht nur raus aus diesem Video, sondern raus aus das Brony. Schöne Zeit, aber eine neue Ära beginnt. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was, Leute. Lasst eine Bewertung da, wie es halt euch so ergangen ist, whatever. Das war's. Bro-Ruf trotzdem an alle. I love you. Und schön, dass ihr so eine so unfassbar geile Fanbase wart in diesen
tollen Jahren, super Support und so. Und ja, man sieht sich. Bis dann. Ah, ciao.